Hey Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute Kata. Hallo. Und schau mal, Kata, heute machen wir wirklich ein richtig, richtig cooles Baubattle. Wir werden eine richtig, richtig coole Base bauen. Du baust eine wirklich richtig doll süße Kata-unterirdische Base und ich baue wirklich eine richtig coole Epicstan-unterirdische Base. Das wird so nice. Das hier ist auf jeden Fall meine richtig schöne blaue Seite und hier drüben ist deine Seite. Meine rosa Seite. Sehr cool und guck mal, du hast hier eine kleine Maus. Oh, wie süß. Hallo, kleines Mäuschen. Hallo. Die ist jetzt bei dir, glaube ich. Oh. Okay. Moment mal, ich hab sie in der Hand. Epic. Was ist denn hier los? Was ist los? Entschuldigung, Maus, bitte runtergehen. Och, Mann. Oh Gott, ich hab sie auch. Die ganze, jetzt hast du sie. Und zack. So süß. Okay. Dann würde ich sagen, Katja, ich gehe auf meine Seite und du gehst auf deine Seite. Tschüss. Ah, hallo, süße Maus. Okay. Bist du bereit, Katja, deine unterirdische Base zu bauen? Ja, bin ich. Okay, auf die Plätze, fertig und los. Los. Okay, ich baue jetzt wirklich die richtig, richtig coole unterirdische Epic Stun Base. Dann würde ich sagen, ich baue erstmal hier oben meinen Kopf, so und so und so. Und dann kann man in meinen Kopf reingehen und kommt in meine unterirdische Base. Das wird so cool. Und Katja? Ja, bitte? Ich bin wirklich so doll gespannt, na, wie dein Kopf aussehen wird und na, wie deine unterirdische Base aussehen wird. Das wird so cool. Oh, stimmt, das wird richtig nice. Und ich suche mir jetzt erstmal alle Blöcke raus, aber das ist richtig schwer irgendwie. Oh, das stimmt. Okay, Moment mal. So und so und so. Ich baue erstmal meine blaue Kapuze und da muss ich natürlich auch mein Gesicht bauen. Okay, warte mal. Hier vorne ist auf jeden Fall mein Gesicht. So, zack. Oh, das wird so doll süß. So und so und so. Oh, sehr cool. Und Kater, ich bin so gespannt, na, wie dein Gesicht aussehen wird und deine unterirdische Base. Okay, da kommen hier meine Augen hin. So und so und so. Ah, sehr süß. Okay, warte mal. Dann mache ich hier vorne meine süße Hundeschnauze hin. So und so und so. Und Moment mal. Ich habe hier keinen Platz für meine Zunge. Ich habe eine Idee. Weil die Zunge kommt hier vorne einfach hin. Warte mal. So und so und so. Das ist so cool. Das ist der Eingangsbereich. Und meine Zunge ist richtig doll lang. Sehr cool. Okay, warte mal. Jetzt habe ich schon die Äuglein. Die Zunge habe ich auch schon. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier oben die Öhrchen hin. Okay, so und so. Und hier drumherum kommen die Ohren hin. So, Moment mal. Hier ist ein Ohr. Dann kommt hier das nächste Ohr hin. Ich glaube, die mache ich noch ein bisschen größer vielleicht. So, bitte schön ein bisschen größer. Und Katja? Ja, bitte? Meine unterirdische Base wird wirklich richtig doll gut aussehen. Das wird so cool. Ich bin gerade noch irgendwie voll am Anfang. Ach, Mann. Und Moment mal. Mein Ohr war viel zu groß. Och, wie soll ich denn das Ohr bauen? Das ist ja richtig knifflig. Vielleicht baue ich das so. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Moment mal. So, dann baue ich das hier hoch. So und so. Und hier kommt mein Ohr dran. So, bitte mein Ohrmarschmarsch. So und so. Okay, warte mal. Jetzt habe ich die Ohren. Für meine Kette ist hier leider kein Platz. Aber warte mal. Vielleicht kann ich die Kette... Naja, so hinbauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So und so und so. Dann kommt die Kette hier hin. Das sieht cool aus, glaube ich. Und zack, dann kommt hier so die Kette hin. Moment mal, so und so. Aha, sehr cool. Und hier ist meine Kette. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall meine Zunge. Und die Kette hier habe ich ja auch gebaut. Moment mal, dann mache ich das hier noch so. Und zack, und zack. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier noch meine Haare ein bisschen. So und so und so. Und oh, die Haare sehen schon sehr braun aus insgesamt. Moment mal, so vielleicht. Und zack. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Ach, Mann. Okay. Dann muss ich hier auf jeden Fall meine Kapuze noch weiterbauen. So und so und so. Die wird hier weitergebaut. Das wird so cool. Und Kater. Bitte? Darf ich ein bisschen bei dir spicken insgesamt? Nein, bitte nicht. Epic, das ist geheim. Ach Mann, das wird so lustig. Okay. Dann baue ich hier meine Kapuze weiter. Und da bin ich tatsächlich mit meinem Gesicht hier oben schon fertig. Und da baue ich den richtig doll geheimen Eingang in meine richtig doll geheime unterirdische Base. Das wird cool. Oh ja. Oh, so nice. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall meine Kapuze gebaut. So und so. Und hier ist schon mein geheimer Eingang. Jetzt kann man hier reingehen. Und ich würde sagen, ich baue jetzt meine unterirdische Geheimbase. Das wird so cool. Okay. Dann würde ich sagen, ich baue erstmal einen richtig, richtig doll langen Flur. Und da baue ich dort ein Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und eine Küche. Das wird sehr cool. Okay, dann baue ich erstmal den Flur ganz weit in die Richtung. So und so und so. Da geht es hier weiter. Und da kann man auf den Seiten immer in die Räume reinlaufen. Das wird sehr cool. Au, das ist nice. Und Moment mal, ich baue hier gerade eine Treppe, naja, nach unten. Ah, sehr cool. Ich bin so doll gespannt, wie deine unterirdische Katja-Base aussieht. Und warte mal, ich sehe deinen Namen da oben. Hallo. Hey, lass das. Nicht spicken. Ich spick gar nicht, du Spicker. Gut. Hey. Oh, so nice. Das ist auf jeden Fall mein Tunnel. Da würde ich sagen, hier geht's in den Raum rein. Dann geht's hier auch in den Raum rein. So und so. Und
Hier geht's in den Raum rein und Moment mal, hier auf der Linie hier auch, so und so und zack. Und dann würde ich sagen, hier mache ich zu und hier hinten kommt das Wohnzimmer hin. Sehr cool. Da kommt hier natürlich noch eine schöne Doppeltür hin, so zack, zack, zack. Und Moment mal, so und so und so. Hier wird zugemacht. Oh, sehr cool. Okay, Kater, ich baue jetzt auf jeden Fall die ganzen Räume. Einmal das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die Küche und das Badezimmer. Und hier hinten kommt das richtig große Wohnzimmer hin. Und was baust du gerade? Ich baue hier gerade die Wege. Ah, ich bin so doll gespannt. Es wird so nice und weit zu mal. Ich sehe dich da unten schon wieder, Kater. Was machst du da für ein Quatsch? Naja, mein kleines unterirdisches Baseline bauen. Ach man, das wird so cool. Okay, in den ersten Raum baue ich mein wirklich richtig schönes Schlafzimmer. Dann kommt hier auf jeden Fall ein richtig schönes Bett hin mit einem Nachtschrank. Dann kommt hier der Wecker oben drauf. Dann kommt hier noch ein kleines Tischlein hin, so und so und so. Dann kommt hier noch ein Schrank in die Ecke. Dann kommt hier noch eine kleine schöne Rose oben drauf. Und natürlich noch ein schöner Spiegel, so und so und so. Und zack, sehr cool. Das ist auf jeden Fall mein Schlafzimmer. Dann würde ich sagen, ich mache hier noch ein bisschen Teppich auf dem Boden. So und so und so. Ein bisschen Teppich, bitteschön. Und zack und zack und zack. Oh, sehr cool. Das ist auf jeden Fall mein Schlafzimmer. Und dann würde ich sagen, ich baue hier mein kleines Badezimmer rein. Und Katja, ich sehe dich da hinten ganz genau. Was? Husch. Okay, da kommt hier die Badewanne hin. Da kommt hier auf die Seite das Waschbecken hin. Dann würde ich sagen, hier kommt die Toilette hin. So und so. Das kommt hier oben drüber. Dann kommt hier natürlich noch ein Handtuch hin, dass du die Hände abtrocknen kannst. Dann kommt hier noch Seife hin. Dann kommt hier noch ein kleiner Pömpel hin. Und dann kommt natürlich noch Toilettenpapier hier hin. Und Moment mal, so zack, 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 so und so. Da läuft ja auch Wasser in die Badewanne. Und da kommt das hier noch hin. Oh, mein Badezimmer gefällt mir richtig gut. Und Katja? Was denn? Was denn hier los insgesamt? Warte, bist du bei mir reingebaut? Katja. Oh. Katja! Hallo! Nein! Hallo! Nein! Was ist denn hier los, bitteschön? Du bist ja das, richtig nah bei mir mit deiner unterirdischen Katja-Base. Ja, nicht weiterbauen, okay? Epic! Tschüss! Das ist auf jeden Fall mein Badezimmer und zack, sehr cool. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier die Küche meiner unterirdischen Base. Hey, du bist hier auch bei mir auf der Seite. Ja, du hast dich einfach zu weit rüber gebaut. Ich sag's, wie es ist. Hey! Und Moment mal, ich würde sagen, hier mache ich ein richtig schönes Lager hin. Da kommen hier ein paar Kisten hin, so und so und so. Und meine unterirdische Base ist wirklich so doll cool und ich bin auch wirklich so doll gespannt, wie deine unterirdische Base aussehen wird. Das wird so nice. Moment mal, Katja. Ja? Ich mache sogar Kisten auf dem Boden in mein Lager rein. Das ist cool. Oh ja, so. Oh, sehr nice. Jetzt habe ich hier wirklich ein richtig cooles Lager. Okay, dann würde ich sagen, ich baue hier die Leiter nach oben, dass man hier natürlich in meine unterirdische Base immer rein und rauslaufen kann. So und so und so. Bitte weiter nach oben und zack und zack. Oh, sehr nice. Okay, dann würde ich sagen, ich richte das Wohnzimmer noch ein und dann bin ich tatsächlich gleich schon fertig mit meiner unterirdischen Base. Oh, richtig gut. Oh, Moment mal, Kater. Ich bin fertig mit meiner wirklich richtig, richtig coolen unterirdischen Epic Stun Base. Das ist so nice. Moment mal, so und so und so. Hier vorne ist auf jeden Fall mein richtig, richtig lustiger Kopf. Dann kann man hier vorne reingehen. So und so. Da kann man hier nach unten klettern. Und hier unten sind meine ganzen Zimmer. Und hier vorne ist mein richtig cooles Wohnzimmer. Oh, so cool. Und Katja? Ja, bitte? Bist du auch schon fertig? Oh, ich bin auch fertig. Ja. Aha, sehr cool. Okay, Katja, dann würde ich sagen, du kannst erstmal auf meine Seite kommen und dir meine wirklich richtig, richtig coole unterirdische Epic Stun Base anschauen. Und dann gehe ich auf deine Seite und schaue mir deine wirklich richtig coole unterirdische Cutter Base an. Sehr cool. Oh, okay, warte mal, ich komme. Oh, hallo und bitte weiterlaufen und stopp und bitte umdrehen. Und? Oh, wie süß. Da bist du ja. Moment mal, du hast echt eine lange Zunge und das sieht richtig lustig aus. Und deine Haare sehen voll schön aus und du hast... Ich habe meine Öhrchen vergessen. Oh nein. Oh nein, Katja. Ach Mann. Und schau mal, hier vorne ist der wirklich richtig, richtig coole Eingang. Die ist sehr nice. Jetzt kannst du hier reingehen. Bitteschön. Ui, hier geht's ja runter. Moment mal. Wie cool ist das denn? Und du hast hier richtig coole Sachen. Moment mal. Du hast hier ein Schlafzimmer mit einem großen Bett, ein paar Spiegelchen und einen Schrank. Deine unterirdische Base sieht ganz anders aus als meine. Oh Mann. Und hier ist ein nices Bad. Oh ja. Hallo, ich bin der Badewanne. Hallo. Oh, so cool. Und Moment mal, es geht weiter. Du hast hier richtig viele Räume. Oh ja, guck mal. Das ist mein richtig cooler Lagerraum mit ganz vielen Kisten drin. Aha, ist so cool. Und hier vorne ist meine richtig coole Küche mit ein bisschen Honig auf dem Tisch. Oh, wie süß.
Oh, die ist ein bisschen klein. Oh, das gefällt mir richtig gut. Und warte, jetzt fehlt noch das Wohnzimmer. Oh ja, bitteschön, ab ins Wohnzimmer. Oh, schau mal. Mit dem Sofa hier und hier ein richtig großer Fernseher und einem kleinen Feuerchen in der Mitte. Und hier hat man noch eine Garderobe. Oh, so cool. Oh, mir gefällt dein unterirdischer Epic Sun Base so gut. Und ich bin auch so gespannt. Ich möchte dir unbedingt meins zeigen. Aber mir hat es echt gut gefallen. Vor allem, dein Gang ist hier richtig, richtig groß und es sieht so sicher alles aus. Bei mir sieht es eher aus, als hätte ich eine kleine Wohnung da unten gebaut. Oh, ich bin so gespannt. Okay, so und so. Die Tür machen wir wieder zu. Und jetzt gehe ich auf deine Seite und schau mir deine wirklich richtig süße und die irdische Cutterbase an. Darf ich mich umdrehen? Ja, du kannst dich umdrehen. Und? Moment mal. Ich bin so blatt. Das sieht ja lustig aus. Und guck mal im Vergleich. Ach Mann, das sieht wirklich so, so doll lustig aus. Deine Haare sehen auch richtig hübsch aus, tatsächlich. Sehr cool. Aber du hast tatsächlich deine Öhrchen vergessen, Karte. Ach Mann. Und hier geht's runter. Das sieht ja lustig aus. Schau mal. Als ob du den Mund aufmachst. Okay, okay. Dann geht's hier runter und oh, das hast du jetzt so süß gebaut. Mit den Fackeln hier und mit den rosa Wänden und das ist ja cool. Okay, ich gehe hier entlang und hier ist deine Küche. Oh, das ist nice. Deine unterirdische Cutterbase gefällt mir richtig doll gut. Mit der Küche, da geht's hier weiter. Und hier ist dein Wohnzimmer. Du hast sogar einen Basketballkorb. Und hier ist noch ein kleiner Laptop. Oh, sehr nice. Und hier kommt man wieder zum Ausgang. Das ist so cool. Und schau mal, es geht hier weiter. Hier ist mein Schlafzimmer. Oh, das ist ja so schön. Moment mal. Du hast einfach einen Wasserboden in deinem Schlafzimmer. Was ist denn hier los, bitteschön? Und hier ist mein kleines, süßes, naja, Badezimmer. Oh, sehr cool, Katja. Mir gefällt deine unterirdische Base wirklich richtig, richtig toll gut. So schön. Oh, danke schön. Aber mir gefällt deine unterirdische Base auch gut. Vor allem, die sieht so, so, so sicher aus. Und mir gefallen deine Türen voll gut. Ah, danke schön. So nice. Okay, Leute, ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, naja, welche unterirdische Base euch am besten gefallen hat. Hat euch die unterirdische Base von der lieben Kata besser gefallen? Oder meine unterirdische Base? Ich fand beide unterirdischen Basen wirklich richtig, richtig toll schön. Und hey, was machst du da für Quatsch? Guck mal, wie lustig das jetzt aussieht. So cool. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.